Herzlich willkommen heute bei Aktien im Fokus mit einem schönen Thema, einem Schönheitsthema, möchte ich fast meinen. Und damit sind nicht nur wir beide gemeint, der Roland Jegen von Freestocks und ich von Fit for Finanzen, sondern die Aktie, die wir uns gleich anschauen. Hallo Roland. Hallo Andreas. Ja, heute geht es um eine Firma, die heißt Ultra Beauty. Und da ist der Name wohl das Programm, oder? Ganz genau. Da schauen wir uns diesen bekannten Kosmetikkonzern aus den USA mal etwas näher an, welche Produkte hier entsprechend verkauft werden und auch, was die Aktie dann entsprechend aktuell hier zu bieten hat. Sehr gern. Auch das Unternehmen kommt aus den USA, aus Illinois, 1990 gegründet, also auch noch recht jung, seit 2007 aber schon an der Börse. Genau, schon sehr, sehr etabliertes Unternehmen letztendlich. Und die US-amerikanische Kette von Beauty Stores mit ihrem Hauptsitz in Illinois aus dem Jahr 1990. Das ist der Ursprung des ganzen Unternehmens. Es ist Kette vertreibt eigene Kosmetik- und Hautpflegemarken, Düfte für Herren und Damen, verschiedene Nagelprodukte, Bart- und Körperpflegeprodukte. Also da ist man wirklich sehr, sehr breit aufgestellt, was das Produktportfolio anbelangt und vertreibt insgesamt mehr als 20.000 einzelne Produkte. Ja, in den Anfängen ging es eher darum, sowas Ähnliches wie eine Drogerie vielleicht aufzubauen und die Produkte, die selber hergestellt werden, dann zu vertreiben. Aber man ging dazu über, in den einzelnen Stores einen richtigen Beauty-Salon einzurichten. Und da kann man sich stylen lassen, so ähnlich wie Friseur, Maniküre, Pediküre, alles in einem. Alles in einem, und das Geschäft wurde wirklich sehr, sehr weit ausgebaut. In den USA gibt es in jeder größeren Stadt, also 1241 Filialen hatte man schon im Jahr 2019 und war quasi in allen US-Bundesstaaten hier auch vertreten. Das können nur sonst Franchise-Unternehmen wie eine McDonald's sagen, in allen Bundesstaaten vertreten. Aber damit hatte sich es auch schon bis 2019 zumindest. Also keine große Expansion über die Grenzen Amerikas hinweg. Die Stores an sich finde ich sehr ansprechend. Also ich glaube, vielleicht gehe ich da auch mal rein. Ja, sehen durchaus sehr hübsch aus, was dieses äußere Erscheinungsbild anbelangt. Ja, das ist natürlich auch sehr mitarbeiterintensiv, kann man sich vorstellen, wenn dort die Pflege auch vor Ort betrieben wird. Und das sehen wir auf der folgenden Folie. Die Bilanzgewinne sind natürlich auch mit der Anzahl an Stores entsprechend gestiegen. Genau, der Umsatz ist angestiegen, der Bilanzgewinn ist angestiegen und auch die Anzahl der Mitarbeiter ist in den letzten 10 Jahren immer weiter angestiegen. Und dann kam es 2019 zu dem Schritt, dass man auch international tätig werden möchte, ist nach Kanada schon mit den ersten Stores und hat auch vor allem medial dafür gesorgt, dass über die Grenzen von Amerika hinaus die Produkte bekannt werden. Und man kann sie ja selbst in Deutschland bestellen. Und die Kunden, ich glaube, es sind 37 Millionen in der Kundenkartei, werden regelmäßig angeschrieben mit gewissen Informationen, was gerade das Pflegeprodukt des Monats zum Beispiel ist. Genau, auch gerade dieses Online-Geschäft hat man immer weiter ausgebaut und es gibt die Online-Shops schon fast weltweit, wo man dann entsprechend die Produkte auch ordern kann und bekommt sie dann auch hier zum Beispiel nach Deutschland geliefert. Ja, überraschend ist dann nicht nur das Aussehen, das jugendhafte Aussehen, wenn man so möchte, danach das gepflegte Aussehen, wenn man so formuliert, sondern auch bei den Quartalszahlen immer, ob die Erwartungen übertroffen wurden. Und da hat tatsächlich die Firma in den letzten Quartalen immer geschafft, die schon gestiegenen Erwartungen nochmal zu toppen. Ja, das sieht wirklich sehr, sehr gut aus, wenn man sich hier die Erwartungen entsprechend dann auch mit dem Gewinn je Aktie anschaut. Sehr, sehr positiv in den letzten 4 Quartalen und fürs nächste Quartal und auch der Ausblick für 23 erwartet man einen etwas geringeren Gewinn als jetzt in den vorherigen Quartalen, aber insgesamt sieht das doch sehr, sehr positiv aus. Ja, ich denke auch, und die Analysten honorieren das auch mehrheitlich, wird gesagt, mindestens halten die Aktie, wenn nicht gar aufstocken oder kaufen. Ganz genau. Sehr, sehr positiv hier auch die Empfehlungen und auch die Kursziele, die hier anvisiert und ausgegeben werden. Ja, die schauen wir uns gerne mal im Chartbild an, die Kursziele, wie weit wir noch davon entfernt sind. Genau, schauen wir uns die Aktie hier mal im Freestocks Webtrader an. Und da sieht man wirklich einen steilen Aufwärtstrend, der sich jetzt seit diesem Corona-Tief hier etabliert hat. Also das ist einer der wenigen US-Aktien, die jetzt keinen größeren Rücksetzer hier in diesem Jahr hingelegt hat, sondern sie befindet sich aktuell wirklich im Bereich der Hochs, kann man sagen. Zuletzt wurde hier diese untere Trendkanalbegrenzung im Mai dieses Jahres angelaufen. Dann kam der Aufwärtsimpuls, eher eine Seitwärtskonsolidierung. Und jetzt
jetzt handelt man hier wieder im Bereich der Hochs, die hier zwischen 425 und 440 Dollar auch ausgebildet worden sind. Und hier könnte dann vielleicht auch in Kürze ein Ausbruch anstehen. Und dann könnte man vielleicht auch hier die obere Trendkanalbegrenzung als mögliches Ziel anvisieren. Das ist auch ein Bereich, den viele Analysten hier als mittleres Kursziel ausgeben. Also ca. 480 bis 490 Dollar könnten hier erzielt werden, sollte hier nochmal der nächste Aufwärtsimpuls starten. Ansonsten bei Schwäche, also die gleitenden Durchschnitte sind relativ unbedeutend hier in dieser Aktie. Die sind verlaufen sehr, sehr flach. Also hier kann man durchaus von einem richtungsweisenden Bewegung in naher Zukunft ausgehen. Die positiven Ziele haben wir schon angesprochen. Bei eher negativen Ziele sollte man hier enttäuschen, vielleicht in den nächsten Tagen und Wochen, liegen dann wieder im Bereich der unteren Trendkanalbegrenzung bei ca. 360 Dollar. Eine Bekannte von mir hat gesagt, konjunkturunabhängig ist so ein Business, denn zum Friseur oder auch für die eigene Pflege hat man immer ein bisschen was übrig. Ja, es gibt da gewisse Grundbedürfnisse, für die man immer etwas Geld übrig hat. Vielleicht nicht ganz so viel, wie wenn die Konjunktur auch sehr, sehr gut läuft. Aber insgesamt ist dieses Business etwas weniger konjunkturanfällig als andere Geschäftsbereiche. Ja, genau solche Aktien suchen wir auch wieder in der kommenden Woche raus. Ganz lieben Dank für deine Expertise und bis zum nächsten Interview. Danke, Roland Jegen. Sehr gerne. Bis zum nächsten Mal. Ciao.